Also, wir sind jetzt an unserem ersten Stellplatz auf dem Pelopennis. Gott, jetzt habe ich echt Pelopennis gesagt, ey. Jetzt kann ich wieder nicht mehr mit dir drehen, verdammt. Wie heißen die Dinger? Wie heißen Pelopennis, 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 sag Pelopennis, Pelopennis, Pelopennis. So. Wir sind jetzt an unserem ersten Stellplatz auf dem Pelopennis angekommen. Die sind echt ein bisschen hart auszusprechen. Wir haben schon die abstrusesten Varianten von dem Pelopennis. Darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Wir sind jetzt angekommen, der Stellplatz ist echt cool. Wir sind direkt am Strand. Man fährt sich hier auch nicht fest, hoffe ich. Da hinten ist noch so eine Art Beachclub oder sowas. Eine Bar ist Eine Bar mit sogar Strandduschen. Also richtig nice. Ab und zu fährt mein Auto vorbei, wie man sieht. Und wir haben hier unser Lager aufgeschlagen, Aber sag wir ich mal. stören hier auch niemanden. Wir stören hier auch keinen. Wir werden aber morgen gleich weiterfahren, weil die nächsten Stellplätze sollen noch besser werden. Und wir geben uns nicht mit sowas Halbguten zufrieden. Deswegen fahren wir gleich weiter. Aber wir haben noch einen sehr schönen 1A Sonnenuntergang anzubieten. Ja, den seht ihr gleich, den filme ich gleich auch noch. Und wir haben jetzt schon gegrillt, gegessen und die Fahrt waren ungefähr 3 Stunden ohne Maut Ja. von Korinth Korinth, hierher. 3,5, glaube ich Und sogar. somit haben wir jetzt den schlimmsten Teil schon hinter uns und können jetzt eigentlich immer nur so Entspannt zurück, ja. Stellplatzhopping machen. Und das ist ganz cool. Ich bin mal gespannt, wie der Platz morgen aussieht. Zeigen wir euch. Das zeigen wir euch dann gleich. Und wir haben so die Befürchtung oder die Hoffnung, so gemischte Gefühle, dass es dann noch viel mehr Vanlifer sein werden. Und da Ja, bin ich glaube echt ich mal auch. drauf gespannt, weil ja, also wir haben auf jeden Fall Bock drauf, aber es ist natürlich auch immer ein bisschen anstrengender, mit vielen so an einem Platz zu stehen. Deswegen Mal kommt es auch gucken. immer auf die Mischung drauf an von den Leuten, wie homogen das alles ist und so weiter. Übrigens, ich hoffe, euch ist eine Veränderung an Farbe aufgefallen. Ich bin mal gespannt auf die Kommentare. Ja, genau. Okay. Jetzt zeig mal den Sonnenuntergang, bevor er weg ist. Jetzt gibt es noch ein paar Sonnenuntergangsbilder. Was? Nee, ich bin kamerascheu. Ja. Er ist mehr der Content Creator. Ja, was ist mit dem Hyperlapse jetzt hier? Der kommt. Morgen früh wird er kommen. Schönen guten Morgen hier aus dem Westen der Penopolis. Wir haben hier unsere Wagenburg aufgebaut mit unseren Friends und sind hier an einem ziemlich geilen Spot gelandet, der auch so in der Community von Park4Night so mit als besten Strand hier so ein bisschen promoted wird, den sie in Griechenland gesehen haben. Und der ist auch wirklich schön. Er ist hier in so einer Bucht gelegen. Ich laufe jetzt mal kurz hin. Also da drüben war unser Stellplatz. Und hier ist auch noch so eine kleine Burg, die ist gerade gesperrt, weil da irgendwelche Felsen runtergestürzt sind auf den Wanderweg. Und hier kann man echt sehr gut schwimmen und schnorcheln und einfach nur chillen und nichts machen. Das sieht echt super schön aus. Und ja, genau. Wir sind jetzt hier noch ein bisschen, werden aber auch wahrscheinlich bald weitermachen, weil es uns wieder weiter treibt. Aber der Strand ist wirklich traumhaft hier. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, wenn er in der Region ist. Und ja, guckt euch das an, richtig geil. Ist gerade auch kaum einer. Ihr seht, ein richtig geiler Spot. Kann man wirklich gut campen. Ist ein bisschen tricky, weil hier ein fettes Nicht-Camping-Schild ist. Aber hier stehen gefühlte 20 Camper. Griechenland ist in der Beziehung leider ein bisschen problematischer als Albanien, weil es nicht wirklich erlaubt ist in Griechenland. Es ist oft toleriert, aber teilweise dann auch wieder nicht toleriert. Deswegen muss man sich da ein bisschen auf die Erfahrungsberichte in der Community ein bisschen verlassen. Und ja, bis jetzt
hatten wir jetzt noch keine Probleme, aber das heißt nicht, dass das nicht gleich kommen könnte. Deswegen muss man ab und zu mal ein bisschen Wagnis eingehen. Ja, aber es geht schon alles. Hier in einem weiteren Traumstrand angekommen. Ist wirklich richtig schön. Hier mit den Felsen und den Steinen. Ist wirklich super cool. Haben gestern noch zwei Schweizer kennengelernt, Olga und Tour. Schaut mal bei Instagram vorbei. Die beiden sind mit ihrem Defender unterwegs und wollen die Seidenstraße fahren. Und heute kamen dann auch noch Moritz und Jule, die wir bereits in Esslingen getroffen haben. Ich weiß gerade den Instagram-Namen nicht, aber wir verlinken es unten drunter auch mal. Schaut euch auch das Profil von den beiden mal an. Auch mega geil. Auch die beiden sind mit ihrem Defender unterwegs. Und jetzt sind wir hier so eine kleine Gruppe von 8 Leuten und werden uns heute noch einen gemütlichen Abend zu 8 machen und das Meer genießen. Und ich denke, jetzt zeigen wir euch erstmal, wie schön dieser Platz hier ist. Später im Video seht ihr auch noch ein paar Ausschnitte, weil Martina und Tobi die kiten nämlich. Und Fabi hat da mal die Drohne steigen lassen. Richtig coole Aufnahmen. Schaut auf jeden Fall euch das Video bis zum Ende an. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert uns natürlich auch für mehr Videos. Wir packen jetzt doch nochmal um, weil in Griechenland ist Wildstehen oder Freistehen offiziell nicht erlaubt, aber es wird halt fast immer toleriert oder es kommt ja auch immer darauf an, wie man sich verhält und eigentlich sagen die Leute dann nichts, auch die Polizei. Jetzt ist es aber hier so, dass hier ein Schild steht, Campen verboten und wir sind uns eben nicht sicher, ob das ein Naturschutzgebiet ist. Es steht nirgends, aber wir fanden es halt komisch, dass hier die Schilder stehen. Und das wollen wir dann natürlich nicht. Deswegen stellen wir uns jetzt woanders hin. Bei uns auch jemand, ein deutscher, anderer Camper. Der hat uns, wir haben dieses Schild gar nicht gesehen. Also wir sind von der anderen Seite reingefahren, da war eben kein Schild. Aber man weiß es eben nicht. Wir haben bisher noch niemanden getroffen, der auch Strafen zahlen musste in Griechenland. Aber wir wollen uns hier natürlich respektvoll verhalten. Wir sind hier im fremden Land. Wir sind jetzt an unserem nächsten Stellplatz angekommen. Im Hintergrund seht ihr die beiden Defender. Die beiden Männer unterhalten sich schon über irgendwelche Motorensachen. Genau, wir stehen jetzt hier ein bisschen im Kreis. Hier steht der erste Ducato. Und dahinter seht ihr den zweiten. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Platz auch. Aussicht ist genauso gut. Zugang zum Meer ist ein bisschen schlechter, aber passt schon.
bildet so ein bisschen den Start für uns, für die Peloponnes. Also, ich dachte, da kommt noch was. Ja, warte kurz. Mach ich nicht. Okay, ich bin zusammengegessen. So, schönen guten Morgen. Wir haben Mykonos. Nein, jetzt mache ich für uns, für die Peloponnes. Ja, Paula und Philipp werden uns wirklich. Wunderschönen guten Morgen aus Korinth. Korinth bildet. Komm, wir reißen uns jetzt beide zusammen, bevor wir hier schmelzen.